Hallo, herzlich willkommen zu meinem Lymphprogramm. Wir wollen mit diesem Programm den Lymphfluss in den Beinen anregen, sodass die Giftstoffe besser abtransportiert werden können nach oben Richtung Bauchraum. Und das kannst du sehr gut machen, wenn du zum Beispiel lange gesessen hast und das Gefühl hast, deine Beine sind angeschwollen oder schwer. Wenn du auch geschwollene Beine hast, das merkst du zum Beispiel an den Socken, wenn die so ein bisschen einschneiden oder wenn die Schuhe anfangen zu drücken oder wenn du mal so tief ins Gewebe reindrückst mit dem Finger und dann so eine Delle bleibt, dann ist auf jeden Fall Wasser eingelagert und dann sollte man auf jeden Fall den Lymphfluss anregen, dass das besser abtransportiert wird. Und ansonsten natürlich auch, wenn sich die Beine einfach schwer anfühlen und du vielleicht auch Schmerzen in den Beinen hast und einfach so ein Schweregefühl. Es ist im Sommer einfach sehr oft der Fall, dass durch die Hitze sich alles so ein bisschen staut und Lymphe sind ein passives System. Das heißt, du kannst es nur selber durch deine Aktivität anregen. Es wird nicht von innen heraus angeregt, sondern du kannst dafür sorgen, dass es besser funktioniert, dass es einfach aktiv geschaltet wird und massiert wird und besser funktioniert. Also hast du das Ganze in der Hand und wir wollen heute ein paar Übungen dafür machen. Ein schönes Programm habe ich für dich aufgestellt, womit du deine Beine wirklich durchmassieren kannst, kräftigen kannst, anregen kannst. Und das solltest du natürlich regelmäßig machen, aber besonders natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass die Beine sehr schwer sind. Ich hoffe, es gefällt dir und du unterstützt meine Arbeit sehr, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Und dafür bedanke ich mich jetzt schon mal und viel Spaß damit. Hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute Lymphgymnastik, um den Lymphfluss anzuregen, damit die Giftstoffe von den Beinen nach oben transportiert werden. Und wir starten einmal mit einem Stuhl. Wir brauchen einen stabilen Stuhl und wenn ihr möchtet, ein Handtuch, um den unter den Körper zu legen. Okay, wir legen einmal los. Du stützt dich auf dem Stuhl auf. Schön gestreckte Beine, Brust raus und Feder erstmal ganz leicht mit langem Rücken nach vorne. Ellbogen so ein bisschen beugen, sodass die Dehnung hier an der Rückseite zu spüren ist. Versuch die Knie durchzudrücken, richtig lange Beine, langer Rücken, kleine Federbewegung. Und Schultern locker lassen, in den Ellbogen immer so ein bisschen nachgeben, sodass du wirklich hier den Zug, die Dehnung spürst in der Rückseite. Noch 4, noch 3, noch 2, 1. Schieb dich jetzt auf die Zehenspitzen und zieh die Fußspitzen nach oben. Auf die Zehenspitzen, so hoch es geht. Und die Fußspitzen nach oben ziehen. Gewicht nach vorne verlagern. Gewicht nach hinten, Po schön weit zurückschieben. Zehenspitzen und Gewicht nach hinten, Po weit nach hinten schieben. Schön langsam kontrolliert. Und noch viermal, vier noch. Und nach hinten schieben. Dreimal noch, weit nach oben. Und nach hinten schieben, Po richtig rausstrecken. Zweimal noch und rausstrecken. Einmal noch. Po nach hinten schieben, Zehenspitzen richtig hochziehen und lösen, auslockern, so ein bisschen schütteln die Beine. Dann kommst du einmal in den Sitz, lehnst dich nach hinten an, sodass hier die Leiste frei ist. Hier sind nämlich viele Lymphknoten in der Leiste. Du hebst das Bein an. Beginnst jetzt so kleine Schiebebewegungen mit der Ferse von dir weg. Also wenn die Ferse drückt von dir weg, Knie beugen, Knie strecken, ganz kleine Impulse, schön den Oberschenkel festmachen und versuch das Knie ganz durchzudrücken, ganz strecken, ganz strecken, ganz strecken. Schultern locker, das darf hier im Oberschenkel so ein bisschen brennen. Alles gut, mach noch 8, Fußspitze ranziehen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und zieh das Knie mal richtig weit zu dir ran, richtig zum Brustkorb, soweit es geht. Kreis mal den rechten Fuß nach
außen, Schultern locker, schön großer Fußkreis, richtig das ganze Fußgelenk bewegen. Und andersrum kreisen, nach innen kreisen, großer Kreis im Fußgelenk, die ganzen Fußmuskeln richtig mit einkrallen, richtig mitbewegen. Und lösen. Seite wechseln, linkes Bein und mit der Ferse, Fußspitze ist rangezogen und mit der Ferse drückst du von dir weg, als würdest du etwas wegschieben wollen. Immer das Knie strecken, strecken, versuch das Knie ganz zu strecken, Schultern locker, schön weiter atmen und mit der Ferse drückst du von dir weg, mit der Ferse wegschieben. Mal den linken Fuß kreisen, ganz groß in eine Richtung, richtig die Fußsohle mit einkrallen, wieder öffnen, ganze Fußmuskulatur setzt du mit ein und mal andersrum kreisen, nach innen kreisen und lösen, lockern. Okay, dann hältst du dich am Stuhl rechts und links fest. Richtest die Wirbelsäule auf und beginnst mal eine schnelle Trippelbewegung am Boden. Und schieb dich dabei von den Fußspitzen immer nach oben. Also die Fußspitzen drücken in den Boden. Bleib schön lang, richte dich auf. Schön weiter atmen. Und immer vom vorderen Fußbein abdrücken. Nach oben schieben. Noch 8. Noch 7. 6 noch und 5 noch. Kleine schnelle Trippelbewegung. Schultern locker, gerade sitzen. Letzten 3, 2, 1 und lösen, auslockern, so ein bisschen schütteln. Okay, du umfasst mal deinen Oberschenkel und schiebst das Gewebe nach oben. Also drück schön fest und mit den Daumen richtig schön drauf drücken. Und nach oben schieben, auch mal innen so ein bisschen, außen und nach oben schieben, leichten Druck mit den Daumen in das Gewebe geben, Lymphbahnen verlaufen nach oben, transportieren also die Giftstoffe, Abfallprodukte nach oben durch die Beinvenen. Seite, leichten Druck geben mit den Daumen und nach oben schieben zur Hüfte hin, auch mal ein bisschen außen, ein bisschen innen okay. Und stell die Füße ein bisschen näher an den Stuhl, schön gerade aufgestellt, stützt dich auf dem Oberschenkel auf. Was du machst, ist, du hebst den Po, hältst ganz kurz, schieb dich nach oben auf die Zehenspitzen, komm wieder zurück, halte kurz, Po nach hinten und setz dich ab. Halten, Beine fest anspannen, hochschieben auf die Zehenspitzen, langsam wieder absetzen, Po nach hinten, kurz halten und wieder absetzen. Das Ganze 8-mal. Für 8, Rücken schön lang. Hochschieben, Zehenspitzen, langsam wieder ab, halten und setzen. Noch 7-mal, halten, Zehenspitzen stand, ab, Schultern locker und setzen. Halten, Zehenspitzen, schön Körpermitte fest, anspannen, hoch und wieder ab. Muss man sich schön konzentrieren, sonst fällt man um. Und wieder ab. Kurz halten, alles fest anspannen, Zehenspitzen stark, konzentrieren, langsam wieder ab, nach hinten, Schultern locker und ab.
absetzen. Noch vier Stück. Viermal noch. Halten, spann hier alles an. Schieb dich auf die Zehenspitzen. Senk wieder ab, Po nach hinten, Schulter locker, spann alles an, ab. Letzten zweimal, halte und Zehenspitzenstand. Halte, Po nach hinten. Letztes Mal, halte, Füße fest in den Boden drücken, jetzt schieb dich von den Füßen nach oben, spann die Waden an. Komm zurück, alles fest anspannen, halte. Und lösen, ausschütteln, lockern. Setz dich wieder schön weit nach vorne an den Stuhlrand, halte dich rechts und links fest und schieb dich von den Fußspitzen ab und öffne und schließe die Beine. Ganz zusammen, schön weit auseinander und wieder von den Zehenspitzen abdrücken. Schultern locker, schön gerade sitzen. Atme nicht vergessen. Noch acht. Noch sieben, sechsmal noch auf, fünfmal noch und auf. Schultern locker, Bauch ist fest, spürst du auch im unteren Bauch? Vier, drei, zwei, eins und lösen, lockern, ausschütteln. Wunderbar. Stell die Füße wieder schön gerade auf, Fußspitzen zeigen nach vorne. Stütz dich auf den Oberschenkeln auf, Po nach hinten und du federst in den Oberschenkeln ganz leicht hoch und runter und spannst hier alles schön fest an. Die Spannung im Oberschenkelmuskel komprimiert die Lymphe und hilft dabei, das Blut nach oben zu transportieren. Also durch diesen Druck gibst du Unterstützung für die Venen und auch für die Lymphe. Mal ein bisschen größer in diesen Federbewegungen, schieb den Po richtig weit über den Stuhl nach hinten, die Knie bleiben über den Mittelfuß und noch acht, sieben, spür das hier überall, spann alles schön an, letzte drei, zwei, eins und langsam aufrichten, lösen, lockern. Hier vorne sitzen sehr viele Lymphknoten, die die Lymphe reinigen und wir möchten die öffnen, also wir möchten die Leiste öffnen. Drück mit den Händen von hinten gegen das Steißbein, gegen den unteren Rücken und versuch dich hier vorne in der Leiste mal zu öffnen. Hier sitzen die Lymphknoten und du versuchst hier Platz zu geben, das Gewebe zu öffnen. Und Feder ganz klein nach vorne, spann den Po richtig fest an und konzentriere dich hier auf die Leiste, dass du hier öffnest. Mach das schön aus dem Po, also spann den Po an. Versuch bitte nicht im Rücken zu federn, sondern wirklich den Po anzuspannen und dann die Leiste nach vorne zu schieben. Kleine Impulse. Acht, sieben, sechs. Du kannst auch die Hände mal hier hinlegen, dann spürst du vielleicht, wie sich das hier öffnet. Hier die Leiste in die Handflächen schiebst. 3, 2, 1 und löse. Gut, wunderbar. Wir wollen noch mal so ein bisschen die Durchblutung, die Lymphaktivität anregen. Dafür beginnst du mal so leicht zu federn, mit den Fersen leicht anheben, mit den Knien nachgeben. Und dann, wenn es für dich geht, beginnst du mal so ganz klein zu springen, also mit den Ballen kurz den Boden zu verlassen. Sei weich in den Knien, versuch das durchzuhalten, noch für 8, 7, 6, sei weich in den Knien, spann die Körpermitte an, noch für 4, 3, 2, 1 und löse, auslockern. Gut, halte dich einmal am Stuhl fest und aktiviere einmal hier wieder den Lymphfluss. Über den Beckenraum, in dem du das Knie nach außen umkreist. Schöne große Kreisbewegung, hochziehen, nach außen drehen und öffne dich hier in der Leiste für 8, 7 große Bewegungen. 6, schön weit nach hinten ziehen den Oberschenkel, 5, 4, 3 noch. 2 noch und 1.
Zweite Runde, wir starten wieder mit Aktivierung der Waden. Und du startest mit den Fersen hochheben, hier weich. Und entweder machst du so weiter, wer kann, versucht wieder in diese Hüpfbewegung zu kommen, wenn es geht. Wenn du nicht hüpfen kannst, dann mach es einfach auf diese Weise. Sei in den Knien weich für 8, 7, 6, ganz weich in den Knien. Und noch 4, noch 3, noch 2, 1 und lösen. Lockern. Das merkt man schon gut auch in den Fußgelenken, den ganzen Oberschenkelmuskeln. Und du startest mit dem anderen Bein nach außen kreisen, schön große Kreise. Mach den Platz, dass du wirklich schön nach hinten ziehen kannst mit dem Bein. Und lass die Atmung fließen. Schön nach oben ziehen und dann hier die Leiste öffnen. Schultern locker. Jawohl. Noch 8. Noch 7. 6 noch. 5 noch. 4. 3. 2. Und einmal noch schön weit nach oben, nach außen. Und lösen. Gut, wir kommen auf den Boden. Nimm dafür deinen Stuhl. Du kannst den Handtuch unter den Körper legen. Und du bringst die Beine nach oben. Bei Lymphproblematiken ist immer wichtig, die Beine oben zu lagern, damit die Lymphe abfließen können. Komm in die Rücklage. Schultern locker. Und dann streckst du einmal deine Beine aus. Und ziehst die Fußspitzen zu dir ran und streckst die Füße von dir weg. Ranziehen, ganz kräftig zur Nasenspitze und wieder wegstrecken. Kräftig ranziehen, soweit es geht und wieder wegstrecken. Schultern locker, lass den Atem fließen. Und so groß es geht, nicht nur die Zehen, sondern wirklich den ganzen Fuß ranziehen und wieder weg. Noch 8-mal. Noch 7-mal. Noch 6-mal und 5-mal. Noch 4-mal, richtig schön kräftig ranziehen. Jetzt wird es auch schon warm in den Unterschenkeln. 3-mal. Brennt manchmal auch so ein bisschen im Schienbein, in den Fußgelenken. 2-mal. Und 1-mal noch und lösen. Lockern, schüttel die Beine so ein bisschen aus, nach innen, nach außen, nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. So eine kleine Öffnen- und Schließbewegung in den Knien. Roll auf den Unterschenkeln entlang, nach innen, nach außen. Okay, die Beine wieder einmal strecken, richtig durchdrücken, die Knie, Oberschenkel anspannen. Und im Wechsel einen Fuß strecken, einen Fuß ranziehen. Locker atmen, Schultern locker in die Matte fallen lassen oder in den Boden. Und im Wechsel einen Fuß anziehen, den anderen strecken. 8, wechseln. 7, wechseln. 6-mal noch, wechseln. 5-mal noch, wechseln. 4-mal noch. 3-mal noch, 2-mal noch, 1-mal noch und lösen. Wieder nach innen, nach außen, locker schaukeln die Knie, innen, außen, locker die Beine. Roll so ein bisschen über die Waden, das massiert auch gleich die Lymphe in den Unterschenkeln, also so ein bisschen auf den Waden entlang rollen. Okay, dann ziehst du das rechte Knie mal zu dir ran. Greif mit den Händen in der Kniekehle, halte die Knie fest. Was du machst, ist strecken, soweit es geht, Fußspitze runterziehen, Fußspitze wieder lang machen und wieder lösen auf die Stuhlfläche. Strecken, soweit es geht, Fußspitze runterziehen, Fußspitze strecken und wieder lösen. 8-mal strecken, spann den Oberschenkel an, runterziehen. Strecken und zurück. 7-mal. Versuch
den Oberschenkel richtig anzuspannen. Drück das Knie so weit es geht durch und dann wieder locker lassen. Fünfmal strecken, runterziehen, strecken und zurück. Viermal, so weit es geht. Bei jedem Mal geht es vielleicht von der Streckung ein bisschen weiter. Du löst es dann auch in der Rückseite des Beines. Die Rückseite wird hier gestreckt. Anziehen, strecken. So. Zweimal noch. Spann den Oberschenkel an. Fußspitze runterziehen. Strecken und zurück. Und noch einmal. Strecken, anziehen, strecken. Zurück und lösen. Wir wollen hier vorne einmal wieder die Leiste öffnen und die Oberschenkel anspannen, damit die Lymphe zusammengedrückt werden und hier Platz für die Lymphknoten entsteht, die Lymphe reinigen sollen. Spannst den Po an, schiebst die Hüfte schön weit nach oben, machst alles fest, alles anspannen und versuchst dich hier zu weiten in der Leiste. Und dann federst du mal ganz kleine Impulse, streck die Beine ganz durch. Wenn der Stuhl zu kurz ist, kannst du ein bisschen wegrutschen, sodass die Beine ganz gestreckt sind und du federst mit der Hüfte leicht nach oben, schön den Po anspannen und du drückst mit den Fußspitzen so ein bisschen gegen den Stuhl gegen, also so leicht gegenschieben gegen die Stuhllehne und ganz kleine Impulse. Das ist jetzt sehr anstrengend, weil du wirklich hier alles anspannst, ist aber auch sehr gut für Po und unteren Rücken. Kleine Impulse, 8 Stück, 7 und drück mit den Füßen in den Stuhl. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam Wirbel für Wirbel wieder ab. Entspann dich kurz, locker die Beine, kipp wieder auseinander und zusammen, roll so ein bisschen auf den Waden, also lass die Füße wirklich locker, lass die Beine ganz entspannt und roll über die Waden, so ein bisschen nach außen und nach innen. Dann ziehst du das linke Knie zu dir ran, indem wir in der Kniekehle verzahnen, locker und strecken, Fußspitze runterziehen, Fußspitze nach oben strecken und lösen. Das Knie durchstrecken, soweit es geht, Fußspitze runterziehen, Fußspitze wieder strecken und lösen. Das Ganze 8-mal. 8-mal. Und runterziehen. Und 7-mal. Spann den Oberschenkel an. Versuch so weit es geht in die Streckung zu kommen. Zieh dann runter. Komm zurück und wieder los. 5-mal. Runterziehen. Und 4-mal. Strecken. Runterziehen. Dreimal noch. Richtig durchdrücken, das Knie so weit es geht, runterziehen, dann wird es schon schön warm in den Fußgelenken, im Wadenbereich. Zweimal noch. Ganz kurz halten. Und einmal noch strecken, runterziehen, aktiv die Wade öffnen, strecken und zurück. Löse. Locker wieder so ein bisschen. Wir wiederholen noch einmal die Brückenposition, um hier die Leiste zu öffnen. Spann wieder den Po fest an. Schieb dich nach oben, versuch dich hier zu öffnen. Drück mit den Fußspitzen in die Stuhllehne hinein. Gib Druck. Halte hier, schön anspannen und kleine Federimpulse nach oben. Anspannen, alles festmachen hier. Und klein nach oben federn. Und hier die Leiste groß machen und öffnen. Kleine Impulse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam abrollen. Wirbel für Wirbel.
Gut, dann bringst du mal die Fußsohlen zusammen, öffnest die Knie nach außen und legst mal die Fußspitzen zwischen die Stuhlbeine und federst mal so leicht mit den Knien nach außen. Wir wollen hier wieder die Leisten öffnen, hier wo die Lymphknoten drinne sitzen, die Beinvenen aus den Beinlymphen sozusagen die Lymphe reinigen. Und deswegen ist es wichtig, dich hier zu öffnen. Schultern locker lassen, kleine Federimpulse. Und jetzt mach die Impulse mal ein bisschen größer. Lass die Fußsohlen zusammen und heb und senk. Heben, senken. Nicht ganz zusammen, nur so ein bisschen heben und senken, aktiv. Aus der Oberschenkelinnenseite. Fußsohlen bleiben zusammen. 8-mal, 7-mal, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder fallen lassen und jetzt mal richtig locker lassen. Richtig entspannen, hier öffnen in der Innenseite, Schultern locker lassen, tief in den Bauch atmen. Und lösen, lockern, ein bisschen ausschütteln die Beine. Ups. Du rutschst näher an den Stuhl heran, ziehst den Stuhl ein bisschen zu dir, so dass du die Oberschenkel hier stützen kannst. Also die Oberschenkel sind jetzt an deiner Sitzfläche. Du hältst den Stuhl hier fest und versuchst jetzt mal die Beine lang zu machen. Du nimmst den Stuhl als Unterstützung. Schultern locker lassen und ziehst die Beine zu dir ran und versuchst so weit es geht zu strecken. Lass jetzt die Füße ganz locker, Füße entspannt und bleib in dieser Position für ein paar Atemzüge. Das Hochlagern der Beine ist besonders wichtig, wenn die Beine angeschwollen sind, wenn die Lymphe nicht richtig abtransportieren. Dann unterstützt das den Abtransport. Du kannst dich zum Beispiel auch gegen eine Wand mit den Beinen lehnen, also gegen eine Hauswand oder eine Wand in deinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer und dann einfach mal so ein, zwei Minuten so liegen bleiben. Beine schön lang, dass alles nach unten fließen kann, dass die Atmung fließen. Hier musst du jetzt noch ein bisschen anspannen dazu, also wirklich die Oberschenkel so ein bisschen anspannen, aktivieren. Wenn du jetzt gegen eine Wand gelehnt bist, dann kannst du das Ganze noch ein bisschen lockerer machen. Spann die Oberschenkelvorderseite an, drück die Knie möglichst durch, halte die lange Position für 8, 7, 6, schön weiter atmen, in den Bauch atmen. Wenn das zu schwierig ist, kannst du den Stuhl ein bisschen weiter wegbringen und hier gestreckt halten. So, dass wichtig ist, dass die Beine lang sind. Entscheide, wie es von der Beweglichkeit her geht. Spann die Oberschenkel an für 3, 2, 1 und wieder lösen, lockern, ausschütteln. Gut, roll dich einmal über die Seite nach vorne, komm in die Seitlage, schieb dich aus der Seitlage langsam in den Sitz nach oben, locker die Beine ein bisschen aus, ein bisschen schütteln. Das Ganze nochmal andersherum, passiv. Das heißt, du drehst deinen Stuhl und diesmal sollst du die Beine wirklich ganz locker lassen. Setz dich wieder ran, lehn die Beine gegen den Stuhl, zieh den Stuhl zu dir ran, ziehe Beine hast. Ich habe keine Stuhlbeine, aber wenn du Stuhlbeine hast, kannst du dich hier festhalten, ranziehen, Kopf locker, Schultern locker. Jetzt lass die Beine mal ganz entspannt, ganz nicht gelöst. Ganz locker, aber möglichst lang in den Beinen. Lass die Atmung fließen und bleib mal so für 30 Sekunden in ganz entspannte Position. Spüre, wie das Blut und die ganze Beinflüssigkeit nach unten fließt. Die Schwerkraft, die dabei hilft, alles nach unten zu transportieren, ins Becken hinein, durch die Lymphknoten. Bauchraum.
kannst auch spüren, wie die Füße und Beine jetzt ein bisschen warm werden. Ein leichtes Wärmegefühl durch die Beine strömt. Und halte noch für 10 Sekunden. Roll dich wieder über die Seite nach oben, schieb dich über die Seite in die Aufrichtung. Wunderbar. Gut, wir machen noch ein bisschen Massage für die Lymphe, also wie eine Lymphdrainage sozusagen. Das kannst du selber am Boden machen. Und zwar klopfst du jetzt einmal so ein bisschen im Wechsel hier in den Boden. Lass dabei die Füße ganz locker, schüttel die Beine im Wechsel. Lass die Rückseite deiner Waden und die Rückseite deiner Oberschenkel richtig in den Boden klopfen. Das aktiviert sehr gut. Ganz locker lassen dabei die Beine. Schultern locker, stützt dich hinten ab. Mach das ruhig so 30 Sekunden lang. Es wirkt sehr aktivierend. Ganz locker lassen die Beine dabei. Versuch es möglichst wenig Muskelkraft. Noch 4, 3, 2, 1. Lehn dich noch ein bisschen weiter nach hinten und jetzt öffne und schließ mal die Zehenspitzen. Versuch in den Hüftgelenken ganz locker zu lassen und roll wirklich über die Rückseite deiner Beine. Wenn du auf einem harten Boden liegst, ist es besonders gut, weil umso härter, umso stärker die Massage. Kann wirklich auch ein schöner harter Boden sein. Mir ist jetzt sogar der Boden ein bisschen weich durch den Teppich, aber ansonsten ist es schön, wenn es sehr hart ist, weil es dann wirklich gut ins Gewebe reingeht. Lass die Füße ganz locker, mach die Bewegung möglichst groß und lass die Bewegung bis hier oben in die Hüftgelenke fließen. Auch so 30 Sekunden bis nach oben fließen lassen. Und noch 10 Sekunden bis in den Oberschenkel hinein. 4, 3, 2, 1 und aus. Dann richte dich schön gerade auf, versuch dich aufzurichten mit den Sitzbeinknochen in den Boden. Jetzt schiebst du immer mal ein Bein nach vorne heraus. Das machst du hier aus der Hüfte. Und du schiebst richtig die Rückseite der Beine am Boden entlang, sodass hier so ein Reiben entsteht. Also es reibt sozusagen auf der Rückseite der Waden und der Beine. Füße wieder locker lassen. Du kannst dich seitlich abstützen. Wichtig ist, dass du gerade sitzt. Schön in der Hüfte hier arbeiten. Mach das 30 Sekunden lang. Das aktiviert auch hier die tiefe Luftmuskulatur. Lass dabei die Oberschenkelrückseite ganz am Boden, die Waden am Boden, die Oberschenkelrückseite am Boden. Lass es ruhig so ein bisschen reiben auf der Rückseite deiner Waden. Es darf ruhig so ein bisschen so eine Reibebewegung entstehen. Noch 15 Sekunden. Auch anstrengend für die tiefe Bauch- und Beckenmuskulatur. Locker in den Schultern. 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und löse. Gut, dann lehnst du dich nochmal nach vorne, greifst die Wade oder die Unterschenkel, ziehst die Fußspitzen ran, löse. Fußspitzen ranziehen, löse. Zieh dich dabei leicht nach vorne, sodass du hier eine Dehnung spürst. Fußspitzen ranziehen und wieder löse. Ranziehen. Mal, 7 Mal, 6 noch, Schultern ganz locker, 5 noch, 4 noch, 3, 2 noch und 1 und wieder lösen. Gut, dann kommen wir wieder in den Stand nach oben, bringen die Füße und das Gesäß, nimm dir den Stuhl einmal zur Hilfe. Sitzfläche zu dir. Okay. Stütz dich hier einmal auf, stell die
Fußspitzen auf. Und wenn du kannst, kommst du einmal in die Hocke. Wer nicht in der Hocke sitzen kann, der versucht es hier oben, aber versucht die Fersen möglichst weit Richtung Boden zu schieben. So schön aufgerichtet sein, Schultern locker. Und dann federst du mal so ganz leicht und versuchst die Fersen nach unten zu schieben Richtung Boden. Entweder hier oder wenn das nicht geht, hier und die Fersen dabei nach unten schieben. Hier noch. Ein noch. Zwei noch. Eins noch. Langsam nach oben schieben. Mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne krabbeln. Mit den Füßen ein bisschen weiter nach hinten krabbeln, dass wie so ein Dreieck entsteht. Popo ganz nach oben und am Platz walken. Eine Ferse hoch, die andere Ferse tief. Kopf locker, Arme lang und im Wechsel die Fersen zum Boden schieben. Ein Knie beugt und streckt im Wechsel. Versucht den Rücken hier schön lang zu machen, den Po richtig spitz nach oben zu schieben. 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3 noch, 2 noch, 1 noch und einen Schritt nach vorne und lösen und abrichten. Super, dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, die Beine fühlen sich schön warm und aktiviert an. Und jetzt könnt ihr super gut noch die Beine ein bisschen nach oben legen, an die Wand oder aufs Sofa, ein bisschen höher gelagert und auch wunderbar ein bisschen Wechselduschen machen, so ein paar Kneipp-Anwendungen. Das hilft auch so ein bisschen nochmal die Aktivität anzuregen. Und was einfach sehr gut hilft, ist Bewegung. Also walken gehen, Fahrradfahren gehen, alles was so ein bisschen den Stoffwechsel anregt. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Schön. Probiere auch gern nochmal mein Fußgymnastikprogramm aus für die bessere Durchblutung der Füße und Fußgelenke.